Der La Sportiva Nepal Cube ist wenig überraschend Teil der La Sportiva Nepal-Reihe und ist damit Teil einer der beliebtesten Bergschuhreihen aller Zeiten. Wie ist das zu erklären und vor allem, warum ist der Nepal Cube eigentlich der teuerste Nepal der Reihe? Schauen wir uns das heute im Detail an, beim Test des La Sportiva Nepal Cubes. Der Nepal Cube wiegt 1900 Gramm und ist damit schwer. Ziemlich schwer. Aber er ist damit immer noch leichter als alle anderen Kollegen in der Serie. Denn der Nepal Evo wiegt 2060 Gramm und der Nepal Extreme 2150 Gramm. Das sind immerhin stolze 250 Gramm Differenz zwischen dem leichtesten, also dem Cube, und dem schwersten, dem Nepal Extreme. Grund für das geringe Gewicht ist eine spezielle Mittelsohle, die in ihrer Dicke unterschiedlich und spezifisch angepasst wurde. So ist sie an den Enden, wo sie robust und widerstandsfähig sein muss, etwas dicker und an den nicht so relevanten Stellen nur 2 mm dünn. Die Konkurrenz setzt hier auf durchgehende 6 mm Sohlen, was dann eben auch ins Gewicht fällt. Zum Einsatz kommt bei der Isolierung von der Firma Perwanger das Nepal-Leder. Dieses wird in über 3 mm Stärke verbaut, womit sich auch ein großer Unterschied zum günstigeren La Sportiva Karakorum ergibt, welcher nur etwa 2,5 mm Lederstärke verbaut hat. Ist aber nicht der einzige Unterschied zum kleineren Bruder. Damit wir mal etwas haptischer in der Sache werden, habe ich mir beim ersten Hands-on natürlich gedacht, dass ich euch mitnehme. Deswegen schalte ich jetzt zum technischen Tisch rüber zu Sebastian. So, danke Sebastian für die wunderschöne Überleitung. Wir schauen uns jetzt den La Sportiva Nepal Cube mal etwas im Detail an. Wir fangen vorne an, gehen nach hinten, arbeiten uns hoch und schauen uns währenddessen auch ein bisschen die Schnürung an. Ich gehe da dann auf ein paar kleinere Probleme ein. Stellen wir mal einen Schuh weg. Wir brauchen jetzt erstmal nur einen. So, fangen wir vorne an. Der Schuh ist natürlich Kategorie D, voll steigeisenfest. Ihr könnt mit Automatiksteigeisen, mit Kipphebel oder beziehungsweise mit Hebel vorne und hinten die Schuhe verwenden. Sie sind super steif. Das ist mein größter Punkt, wo ich sage, das könnte für euch ein Kritikpunkt sein, muss aber nicht. Kann auch ein absoluter Pluspunkt sein. Also ich kann den Schuh unmöglich biegen. Es ist überhaupt keine Flexibilität drin, weder vorne noch hinten. Es gibt Kategorie D-Schuhe, die können das. Da gibt es etwas Spielraum, etwas Flexibilität. Scarpa Mont Blanc wäre zum Beispiel einer, wenn ihr sagt, der ist euch zu steif, wenn ihr den mal im Laden anprobiert oder euch bestellt und anprobiert, der ist euch zu steif, schaut euch den Scarpa Mont Blanc an, der ist etwas zurückhaltender, was die Steifigkeit vorne betrifft. Hinten natürlich alle klar gleich steif. Die Sohle ist relativ dick, 3 mm Leder kommt hier zum Einsatz, auch außenrum. Klar, es ist ein quasi mehr oder weniger Volllederschuh. Kommen wir gleich zum ersten großen Manko von der Sohle, Klebereste. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Man sieht hier Klebereste an den Rändern. Und das ist natürlich jetzt nichts, wo ich sagen würde, ach, deswegen, da schicke ich den jetzt zurück. Es ist störend für mich psychisch quasi, weil ich habe dafür sehr viel Geld bezahlt und ich möchte dann dementsprechende Verarbeitungsqualität. Ich finde, das geht gar nicht. Also wenn das jetzt ein Schuh für 200 Euro wäre, dann würde ich sagen, ja, okay, in dem Fall ist das für mich ein absolutes No-Go, gerade Klebereste oben am Schuh dann. Ich hatte den ja auch schon als anderes Modell, mit dem wir es getestet haben. Der ist jetzt relativ frisch. Da hatte der das Problem nicht. Das bedeutet, ich sage jetzt einfach mal, dass das in dem Fall ein kleiner Verarbeitungsfehler ist, aber nicht bei jedem Modell so sein wird. Schauen wir uns denn mal die Schnürung an. Die Schnürung ist insofern wirklich, wirklich spannend, denn sie lässt sich bis sehr, sehr weit nach vorn regulieren und anpassen. Einziges Problem ist, die Oberfläche oder das Material hier rundherum, Perwanger Nepal-Leder, wirklich dick, wirklich warm, ganz toll. Aber das Problem ist, es ist absolut nicht flexibel. Es ist zwar nicht so steif wie die Sohle, klar, aber es ist schon ziemlich steif. Das bedeutet, hier die Schnürung anzupassen, das kann ein ganz schöner Krampf sein. Es wird nicht viel nachgeben, es wird sich nicht viel zusammenziehen lassen. Das heißt, wenn euer Fuß deutlich, deutlich kleiner ist als die Schale innen, dann kann das definitiv zu einem Problem werden, dass ihr den dann da entsprechend nicht mehr so viel anpassen könnt, weil das Material einfach nicht so viel nachgibt. Wir können unten die Schnürung relativ detailliert über diese Ösen anpassen. Die Ösen sind übrigens alle aus Metall und vernietet.
Oben sind sie sogar doppelt vernietet. Top, das ist eine richtig gut, ein richtig guter Pluspunkt für die Verarbeitungsqualität. Absolut spitze. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass irgendwas kaputt geht. Wir haben hier unten die Ösen, die frei laufend sind. Das heißt quasi, wenn ich hier an einer anziehe, dann beeinflusst das den kompletten Lauf. Aber nicht bis oben hin, sondern wir sehen hier eine kleine Öse. Und diese Öse hat einen Metallbügel drüber. Das Interessante an dem System ist jetzt folgendes. Ich kann die Schnürung des unteren Teils fixieren, indem ich einfach hier einmal fest anziehe. Ich habe jetzt hier die obere Schlaufe in der Hand, also die weiter nach oben führt. Na klar, jetzt wird das ein bisschen klarer. Und das Interessante daran ist, die untere Schnürung ist jetzt angepasst an deinen Fuß und du kannst jetzt oben das Ganze komplett individuell nochmal einstellen, ohne den unteren Teil zu beeinflussen. Das hat einen großen Vorteil. Wenn ich einen relativ kleinen Fuß oder vielleicht einen etwas zu kleinen Fuß für den Schuh habe, dann kann ich ihn hier unten sehr, sehr eng machen. Dann fixiere ich diese enge Einstellung über diese Ösen und dann habe ich zum Beispiel sehr breite Waden und kann ihn mir dann hier oben etwas lockerer machen. Ihr seht, hier ist sehr, sehr viel Platz. Übrigens, ganz, ganz toll, wir haben hier einen Gummieinzug, hier ist alles flexibel und dehnbar, hier auch und hier hinten am allermeisten und eben auch. Ganz, ganz toll gelöst, wirklich. So, und das Schöne ist eben, dass ich das dann entsprechend anpassen kann. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn ich hier einen sehr dicken Fuß habe oder einen sehr hohen Riss, dann brauche ich hier eine relativ lockere Schnürung, damit ich mir quasi nicht selber den Fuß abbinde. Und dann kann ich ihn hier oben aber trotzdem extrem festmachen. Und das ist zum Beispiel ein Problem, das ich habe. Ich habe einen relativ hohen Riss, einen sehr breiten Fuß. Ich brauche da drinnen schon ziemlich viel Platz. Das heißt, die Schnürung da ist eigentlich fast überflüssig. Und sobald ich dann hier quasi eine sehr lockere Schnürung eingestellt habe, fixiere ich das Schuhband hier, ziehe das Ganze dann hier deutlich fester. Ich habe sehr, sehr schmale Waden, sehr, sehr schmale Ansätze an den Waden und kann ihn dann mir hier wirklich schön eng machen, damit ich sozusagen nicht einfach wieder rausschlüpfen kann. Das ist wirklich toll gelöst. Das ganze System gibt es auch von Saleva bei den Schuhen. Das ganze System gibt es auch bei den Trango-Modellen. Der Unterschied ist nur, ihr seht, hier ist das eine ziemlich, ziemlich stabile Metallöse. Bei den anderen ist es meistens ein Abklemmen durch eine Verengung. Das bedeutet, dass das jederzeit auch einfach wieder rausrutschen kann. Hier rutscht gar nichts. Also hier ist wirklich, das ist wirklich fest. Und sobald man drin steht und die Schnürung dann hier fortsetzt und weiterführt, wird das natürlich nochmal enger, weil das ja in die richtige Richtung abgeklemmt wird. Das bedeutet, das ist absolut genial gelöst. Es ist bei den kompletten Ösen kein Plastik verbaut, das liebe ich. Plastik bricht immer ab einer gewissen Temperatur ab. Es ist eine Katastrophe. Es gibt Schuhe, die das immer noch mit Plastik lösen, nicht kaufen. So, einziges Manko an der Schnürung sind die Schuhbänder. Bei mir persönlich rutschen sie, die Knoten, beziehungsweise eben die Maschen rutschen. Ja, kann man nichts machen. Man kann einfach andere andere Schuhbänder rein, Problem gelöst. Oder man macht eben einen Knopf rein. Ich bin kein Freund der Knopflösung, also quasi nach der Masche einen Knopf rein. Bin ich kein Freund davon, weil den Knopf kriege ich, wenn ich ihn neu binden muss oder irgendwas verändern muss, mit dicken Handschuhen auf 4000 Meter einfach nicht mehr auf. Dann müsste ich dann die Handschuhe ausziehen, das ist unkomfortabel. Ich habe es lieber, wenn die Schnürung passt und wenn ich das dann sehr schnell und flexibel anpassen kann. Deswegen rutschende Schuhbänder, mag ich nicht. Kann man aber einfach auswechseln, ist überhaupt kein Problem. Funktioniert dann immer noch mit dem Abklemmsystem, da muss man sich nicht an die halten. Top. Kommen wir zum Schaft. Der Schaft, der bringt echt was ganz was Tolles mit sich. Wir haben hier eine unglaublich steife Konstruktion, habe ich vorhin schon erwähnt. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass der Schuh überall so steif ist. Das kann jetzt für den einen ein Vorteil sein, das kann für den anderen ein Nachteil sein. Wenn wir den Schuh jetzt zum Beispiel mit dem Scarpa Montblanc, das ist ja relativ der Konkurrent zu dem Cube, wenn wir die zwei miteinander vergleichen würden, dann würden wir sehen, dass der Cube deutlich, deutlich weicher ist. Also nur um das mal zu demonstrieren. Ich habe jetzt hier den Inlay drin. Dazu komme ich übrigens gleich. Ganz was Tolles. Der ist sehr weich. Das ist alles Stoff. Dicker Stoff, klar, aber weich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir hier oben definitiv nur Flexibilität über die Schnürung aufbauen können. Das bedeutet aber auch, dass wir nach hinten hin
keinerlei Stabilität haben. Bis zu diesem Punkt, ja klar, da haben wir definitiv noch den Aufbau vom Schuh, aber ab hier ist es halt dann Schluss. Da müssen wir dann eben selber schauen, wie wir stabil sind. Aber er ist relativ hoch. Das bedeutet, hier enden die meisten Kategorie C Schuhe ebenfalls. Der Aufbau hier oben, der ist quasi nur zusätzlich. Insofern, man muss aber ehrlicherweise sagen, selbst wenn ich diese Öse hier mitnehme, richtig stabil kriege ich ihn dadurch nicht. Nach vorne hin, ja, schon halbwegs, nach hinten hin, nein. Weil hinten habe ich ja keine Schnürung, hinten bleibt alles weich und flexibel. So, der nächste Punkt ist das Abwinkeln vom Schuh. Das ist richtig komfortabel, das funktioniert richtig gut. Das liegt eben daran, dass er so extrem weich ist. Also da viel Spielraum für Bewegung, viel Möglichkeiten. Wir haben hier nochmal ein extra Inlay oder beziehungsweise eine Verlängerung der Zunge. Das bedeutet, wir können hier, haben wir wirklich viel Spielraum. Wenn wir ihn hier sehr locker schnüren würden, dann könnten wir hier in der Zunge sogar noch richtig viel Spielraum aufbauen. Toll, wirklich flexibel. Das Problem ist, nicht jeder mag das. Manche mögen den richtig steifen Schaft von Montblanc. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Man möchte vielleicht diese Sicherheit haben, dass man sehr steif steht. Es ist kein Nordwand, Mammut Nordwand Pro zum Beispiel, oder es ist auch kein Trango Ice Cube, die wirklich oben gar keine Stabilität mehr bieten und vom Knöchel aufwärts einfach nur eine Gamasche haben, sondern er ist tatsächlich immer noch steif, aber er ist eben nicht so steif wie zum Beispiel ein Scarpa Montblanc. Muss man sich überlegen, manchen gefällt es, manchen nicht. Manche Eiskletterer finden das ganz praktisch, dass sie ein bisschen mehr Flexibilität haben. Aber fürs Eisklettern ist er sogar relativ gut geeignet. Nochmal kurz zur Breite. Der Schuh ist normal breit bis relativ breit. Das bedeutet, man hat hier für breite Füße definitiv Platz. Ich persönlich habe so richtig schöne Schwimmflossen und die sind dann drin, sagen wir mal, kuschelig gebettet. Es ist nicht so, dass ich jetzt sehr, sehr viel Platz noch hätte. Der Montblanc von Scarpa zum Beispiel ist etwas breiter. Aber er hier, der Cube, ist viel, 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 viel breiter als der Phantom Tech zum Beispiel von Scarpa. Der ist wirklich, der Tech ist tatsächlich deutlich schmäler. Also der hier bietet schon relativ viel Platz und es ist sehr angenehm. Ich musste den Schuh übrigens keine halbe Nummer oder Nummer größer kaufen, als ich sie normalerweise kaufen würde. Das ist bei dem wirklich nicht notwendig. Vorne ausreichend Platz. Er ist relativ normal geschnitten, aber eben etwas breiter. Und das ist wirklich angenehm. Also, er ist definitiv nichts für schmale Füße. Habt ihr normale Füße? Passt er bestimmt. Müsste vielleicht ein bisschen enger schnüren, aber geht. Habt ihr breite Füße? Funktioniert auch sehr, sehr gut. Habt ihr richtig, richtig breite Füße? Muss man probieren. Würde ich dann nicht hundertprozentig darauf setzen, dass er passt, aber könnte hinhauen. So, letztes Thema, Gamasche. Wir haben hier oben keine Gamasche. Wir haben durch die Flexibilität hier ja, viel Platz für Schnee. Gefällt mir nicht. Man hätte hier eine Gamasche verbauen können. Die fehlt. Gut, vielleicht kommt sie mal bei einem Nachfolgemodell. Es gibt natürlich dann auch immer weniger Unterschiede dann zum G5 zum Beispiel oder zur G-Reihe im Allgemeinen von La Sportiva, wenn man hier jetzt auch noch eine Gamasche einbauen würde oder eine voll integrierte Gamasche. Das ist dann quasi der G5. Zur Sohle kann ich das auch gleich nochmal sagen. Der Cube hat exakt dieselbe Sohlenkonstruktion von der Steifigkeit her und vom Aufbau her wie die gesamte G-Serie. Das bedeutet, wenn euch dieser Schuh, übrigens auch die Fersenbox ist genau die gleiche, wenn euch dieser Schuh passt, der hier, könnt ihr davon ausgehen, dass euch G5, G2 und so weiter Olympique Mont auch passen. Also die ganze La Sportiva-Reihe weiter rauf, falls ihr dann mal wirklich härtere Touren gehen wollt, bei deutlich tieferen Temperaturen. Grundsätzlich ist er aber wirklich für sehr, sehr tiefe Temperaturen gemacht. Also minus 10 Grad, minus 15 Grad, überhaupt kein Problem, wenn ihr in Bewegung seid. Warme Socken, easy, also gar kein Thema. Alles kälter würde ich dann eben ins Double-Layer-Prinzip umschwenken und mich von dem wahrscheinlich trennen. So, aber nochmal zurück zur Gamasche. Die hätte man hier verbauen können. So ist es definitiv Pflicht bei Frühjahrstouren, Wintertouren. Ja, also sobald es tiefen Pulver gibt, Gamasche Pflicht. Das System hier ist weich und das deswegen, alleine deswegen funktioniert es schon nicht wirklich gut. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr da einen Schnee reinbekommt, wenn ihr denn tatsächlich in so tiefem Schnee unterwegs seid. Tja, vielleicht kriegen wir im nächsten Modell eine Gamasche oder voll integriert, wäre cool. Mal schauen. In dem Fall ist es aber nicht dabei. So, jetzt haben wir uns
diesen wunderbaren, meiner Meinung nach, wunderbaren Schuh angeschaut. Aber es gibt noch ein ganz, ganz kleines Detail. Ein Wärme-Inlay. Ach. La Sportiva macht hier einfach so viel richtig mit diesem Schuh. Die haben solche Dreckschuhe, aber der ist so toll. Ach, er ist einfach richtig gut gemacht. So, was ist das denn? Hier gibt es einen Klettverschluss. Hier gibt es einen zweiten Klettverschluss. Im Inneren des Schuhs, das ist eine gute Frage, ob man das sehen kann. Im Inneren des Schuhs haben wir hier eine Fläche, die komplett klettkompatibel ist, sagen wir es mal so. Man kann jetzt den so hier reinlegen und dann ankletten. Ja, mit dem Klettverschluss hier ankletten. Und dann haben wir hier eine, nicht nur ist dann quasi ein bisschen weniger Spielraum, sondern er ist auch signifikant wärmer. Er ist wirklich deutlich wärmer. Das sind zwei dicke Schichten Stoff, die da nochmal dazukommen. Zu dem eh schon unglaublich gut isolierten und warmen Schuh. Das bedeutet, wenn euch tatsächlich kalt sein sollte, guter Tipp, der hält die Feuchtigkeit noch ein bisschen länger ab vom Schuh, vom Fuß. Und von unten hin ist er sowieso top isoliert, da braucht er natürlich nichts. Aber die da nochmal rein bei einer Wintertour bei minus 15 Grad, Wahnsinn. Ich liebe diese Teile. Also wenn ihr wisst, es ist richtig kalt, die sind übrigens dabei beim Preis. Die werden einfach mitgeliefert. Coole Sache, es gibt keinen Schuh, der diesbezüglich sowas mitliefert, der perfekt angepasst Einlagen diesbezüglich bietet. Deswegen, das ist einfach ein Pluspunkt. Muss man ehrlicherweise sagen, es ist gegenüber der Konkurrenz, ja, ganz ehrlich, es ist ein Pluspunkt. Fazit hier am Techniktisch, unglaublich robuster Schuh. Er ist wahnsinnig steif, das muss man mögen, definitiv. Er hat mit der Schnürung ein echt tolles System entwickelt, was in sich geschlossen komplex ist, aber in der Anwendung wahnsinnig einfach und super effizient. Er hat ein tolles Zusatzfeature kostenlos mit dabei. Er hat die Isolierung, die er braucht für richtig tiefe Temperaturen zum Eisklettern und für Hochtouren. Einsatzgebiet, klar, Hochtouren, Eisklettern. Und dafür ist er gemacht, dafür ist er perfekt. Top. Und jetzt wieder zurück zu Sebastian. Wenn ihr einen Kategorie D-Stiefel sucht, der auch auf längeren Touren getragen wird, also auf Zustiegen über mehrere Tage, wo der Schuh quasi mehr ein notwendiges Übel für die kommende Einsatzmöglichkeit darstellt, dann würde ich euch definitiv zur Nepal-Serie oder dem Karakorum raten. Denn das Impact-Break-System wurde bei Kategorie D-Schuhen, wenn man jetzt die 6000er und 7000er Schuhe mal außen vor lässt, nur in diesen Modellen verbaut. Das kann ein Kaufargument sein, von dem ihr einfach nichts wisst, wenn ihr euch einen anderen Schuh zulegt. Bei Kategorie D-Schuhen hat das aber einen entscheidenden Effekt. Ich bin persönlich sehr heikel, was Gelenke, Wirbelsäule und Co. betrifft und achte dann wirklich penibel auf eine gesunde Art, Berge zu besteigen. Das ist aber mit Kategorie D-Schuhen nur selten vereinbar. Denn die extrem steife Sohle, und wir haben vorhin gesehen, die ist wirklich brutal steif, hat einfach bei jedem Schritt auf dem Fels eine negative Auswirkung auf den Bewegungsapparat. Auch wenn man das bei einem einzelnen Schritt nicht so direkt merkt. Das Impact-Break-System funktioniert hier ein wenig wie eine Polsterung. Die Schuhsohle absorbiert Aufprallenergie, was zwar das Abrollverhalten per se nicht verbessert, aber die Auswirkungen auf die Gelenke über lange Zeit definitiv. Kann ich aber gleich vorwegnehmen, wenn ihr vor allem Eisklettern gehen wollt oder nur sehr knappe Zustiege habt, ist das kein Must-Have bei einem Schuh. Das betrifft wirklich nur die Langdistanz-Bergsteiger. Er ist natürlich etwas schwerer als ultraleichte Scarpa Phantom Tech oder Trango Tower Extreme oder Ice Cubes, aber er bietet mit seiner Lederkonstruktion und dem stabilen Aufbau auch einfach einen in jeder Situation einen guten Kompromiss. La Sportiva hat hier eine Zielgruppe erreicht, die bisher immer zwischen Fleisch und Fisch wählen musste. Eiskletterer haben auf ultraleichte Schuhe gesetzt, wollten im Idealfall möglichst viel Flexibilität haben und keine schweren Ziegelsteine am Fuß. 4000er Bergsteiger wollten immer schon einen warmen und stabilen Schuh, der auf jede Situation auch über längere Zeit vorbereitet ist. Kalte Zehen waren die Hassfigur aller Bergsteiger. La Sportiva hat mit der Nepal-Serie und mit ihrem Flaggschiff, dem Nepal Cube, wohl beides sehr gut abdecken können, wobei die Tendenz eher in Richtung solide Hochtouren geht. Denn fürs Eisklettern gibt es immer deutlich leichtere und deutlich effizientere Schuhe. Aber für 4000er ist das schon ziemlich an den Grenzen zum idealen Schuh. Der Cube hat aber auch Punkte, in denen er eben nicht punktet. Denn es ist nun mal ein unglaublich warmer, stabiler und steifer Schuh. Wanderungen sind damit trotz Impact-Break-System eine Farce. Zumindest, wenn man es mit leichten und gemütlichen Alternativen vergleichen will.
Und auch für niedrigere 3000er wäre, zumindest im Sommer, der Cube definitiv nicht meine erste Wahl. Da würde ich eher zu bedingt steigeisenfesten Schuhen greifen. Nicht, weil diese Touren mit dem Cube nicht funktionieren würden, sondern schlichtweg, weil es einfach komfortablere Alternativen für diese Touren gibt. Ich kann euch sagen, wo der Nepal Cube bei mir zum Einsatz kommt. Immer beim Eisklettern, immer bei Hochtouren ab etwa 3800 Metern oder immer bei Winterbesteigungen, Nordwänden im Frühjahr oder ähnlichem. Ich werde diesen Schuh wohl niemals auf eine Zugspitze, auf einen Hochkönig oder einen Pitzbuin anziehen, denn da bin ich einfach lieber mit meinen gemütlichen, flexiblen, bedingt steigeisenfesten Schuhen wie einem Scarpa Rebel oder einem La Sportiva Tranco Tech einfach besser bedient. Für Mehrtagestouren im Zelt im Winter oder im Frühjahr im Hochgebirge würde ich mir aber wahrscheinlich trotzdem den Cube mitnehmen, weil sie mich über deutlich längere Zeit kuschelig halten. Es ist aber eben auch ein großer Unterschied, ob man 2 bis 3 Stunden im Schnee und Eis unterwegs ist oder mehrere Tage jeweils 8 bis 10 Stunden. Zuletzt noch zum Preis. Der liegt mit rund 540 Euro echt bei einer ganzen Stange Geld. Doch die La Sportiva-Politik ist hier wirklich nett zu einem, denn in keinem Laden der Welt geht der für 540 Euro weg. Ihr bezahlt in der Regel deutlich weniger. Schaut euch bei Angeboten im Bereich von 400 bis 440 um und schlagt dann dazu. Auch bei lokalen Händlern könnt ihr einiges runterhandeln. Preisverfall über die nächste Zeit sehe ich jedoch definitiv nicht. Der Nepal Extreme wurde über die Zeit deutlich günstiger, der Evo ist mittlerweile auch etwas günstiger, aber das liegt eben daran, weil diese Paare eben inoffiziell immer schon die waren, die man sich zugelegt hat, weil man sich den Cube nicht leisten wollte. Echte Vorteile haben die beiden Geschwister gegenüber dem Cube nicht, aber ein paar kleine Nachteile, wie zum Beispiel das Gewicht. Wenn euch der heutige Test gefallen hat, freuen wir uns definitiv über ein Abo am Kanal, wenn ihr künftig mehr Tests sehen wollt. Schreibt uns das auch gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergheil.